gegen die Austria, den ganz großen Herausforderer der Salzburger noch, und Sturm im Frühjahr noch ohne Niederlage wartete natürlich auf den nächsten Erfolg, und die Fans, die feierten schon vor dem Spiel mit bengalischem Feuer. Von Sturm macht ihrem Ruf als beste Mannschaft dieser Frühjahrssaison von Beginn an alle Ehre. Fallen über die Flanken reißt man die ersatzgeschwächte Austria auf, und es gibt ein begeisterndes Spiel schon in den ersten Minuten. Die Austria mit Flögl als Libero hat in der Abwehr von Beginn an Probleme. Rachimov wird als linker Defensivverteidiger eingesetzt. Hier die erste Chance auf der Linie gerettet und der aufgerückte Tschernyschow, der Libero, bringt nach 4 Minuten die Mannschaft von Sturm mit 1:0 in Führung. Hier die Wiederholung. Zunächst ein Kopfball auf der Linie, gerade noch abgewehrt, und Tschernyschow nützt hier die Konfusion in der Abwehr, und 1:0. Die 10.000 Zuschauer wissen dieses frühe Tor zu feiern. Die Austria im Angriff mit Bestbesetzung, immerhin Ogris erstmal seit langer Zeit in der Meisterschaft von Beginn dabei. 6. Minute, Freistoß von Ogris, gut geschossen, und Pech hier für die Austria. Von der Stange springt der Ball zurück. Hier die Wiederholung, aufgespielt für Ogris. Ein gezirkelter, guter Ball, Goriob ohne Chance, aber von der Stange springt der Ball zurück. Dann die beste Phase der Austria, Sturm für einige Augenblicke ein bisschen zurückgedrängt, da zögert man in der Abwehr, da ist Melde und Tschernyschow auf der Linie den Ball weggeschlagen. Aber das tut dem guten Spiel von Sturm überhaupt keinen Abbruch. Die Austria ohne Schießwald, ohne Beleitsch und ohne Pfeffer, die alle drei gesperrt sind, hat in der Abwehr riesen Probleme. Hier Wettl und 2:0. Blitzschnell aus einem Konter heraus, aufgespielt von Haas, der die Vorarbeit auch zum ersten Tor geleitet hat. Und Kapitän Wettl das 2:0 schon nach 11 Minuten. Keine Chance hier für den jungen Tormann. Schmölzer auch, Flögl der Libero ist zu spät gekommen. Sekalioglu am Boden geschlagen. Und in dieser Donut geht es weiter. Es spielt eine Mannschaft, und die Mannschaft heißt Sturm. Haas auf und davon, und Schmölzer kann hier gerade noch retten. Eine der vielen guten Szenen einer bissigen, aggressiven, konditionsstarken und begeistert spielenden Sturmmannschaft. Die Austria kommt kaum mehr aus der eigenen Hälfte raus. Immer wieder der bullige, dynamische Haas. Hier Pass zu Vastic und 3:0 in der 23. Minute. Traumtore heute auf dem Sturmplatz. Und gerade die Austria ist ja der Angstgegner von Sturm. In 11 Spielen hintereinander hat Sturm gegen die Austria nie gewonnen. Aber heute scheint sich hier ein klarer Sieg abzuzeichnen. Nach 23 Minuten bereits 3:0. Haas für Vastic, und dieser großartige Techniker nimmt den Ball, Wolle mit dem linken Fuß, und herrliches Tor hier, wie die zweite Lupe uns zeigt, zum 3:0. Riesenjubel, wie immer etwas ruhiger, lässt sich kaum anmerken, Ivica Osim, und er weiß, er hat sich den Abschied aus der österreichischen ersten Division wahrscheinlich anders vorgestellt, Egon Cordes. Hörmann, Schopp, nächste Chance, und Schmölzer muss all sein Können aufbieten, damit es bei dem für die Austria sogar noch glimpflichen 0:3 zur Pause bleibt. Gut und gerne hätte es hier schon 4-5 Tore geben können. Nach Seitenwechsel ändert sich am Spielverlauf im Prinzip überhaupt nichts. Es spielt nur eine Mannschaft, Sturm, Prilasnik, Wettl und drüber. Chancen um Chancen für die Mannschaft von Sturm, die in diesem Frühjahr wirklich den besten Fußball aller Mannschaften spielt, als einzige Mannschaft ja ohne Niederlage geblieben ist. Nächste Möglichkeit, Haas, und jetzt ist er der Torschütze. Dreimal leistet er die Vorarbeit, und dann beim 4. Treffer Torschütze Mario Haas. Ein großes Stürmertalent der Zukunft, der ebenso wie alle anderen Spieler bei Sturm bleiben wird, ebenso wie Ivica Osim. Diese Mannschaft will nämlich im nächsten Jahr mit einigen Verstärkungen Angriff auf den ersten Fußballmeistertitel für die Steiermark holen. Und hier auf der Linie gerettet von einem Austrianer. Und er will mehr, Osim, und Cordes resigniert. Er weiß, hier ist nichts mehr zu machen. Hat dann umgestellt, Uwe Müller als Libero, Flögl ins Mittelfeld, aber es spielt nur eine Mannschaft. Brillanten Fußball, teilweise Rasenfußball, Rasenbillard, und Prilasnik, der Torschütze, zum 5:0. Ein Debakel der Wiener Austria auf dem Grazer Sturmplatz. Sturm in der Krumm haben die Fans vor dem Spiel gesungen. Sturm in der Krumm ist nicht zu schlagen, und so sieht es auch aus. Die Mannschaft spielt wie aus einem Guss ihr bestes Spiel seit Jahren, wahrscheinlich das beste Spiel überhaupt,
das viele Fußballfans von Sturm überhaupt gesehen haben. Dann Sekalioglu bei einem der wenigen Konter und da war Gurjub mit der Hand noch dabei. Aber das sind schon die letzten Phasen dieses Spieles. Die Entscheidung ist längst gefallen. In der 85. Minute wechselt dann Osim noch den jungen Gerd Wimmer ein. Und passen Sie auf, die erste Ballberührung von Wimmer bedeutet den Endstand zum 6:0. Sturm schlägt die Austria mit 6:0. Die Austria also in ein Debakel geraten und Sturm hat die Reifeprüfung bestanden und hat bewiesen, sie ist die beste Fußballmannschaft Österreichs in diesem Frühjahr. Endstand 6:0 für Sturm. Hier die Wiederholung. Torschütze also der junge Wimmer und entsprechend der Jubel nach dem Schlusspfiff. Die Fans feierten minutenlang die erfolgreiche Grazer Mannschaft. Die Mannschaft hat super gespielt. Wir wollen einfach nur einen Europacup-Platz, wir haben es geschafft und jetzt haben wir auch einen zweiten Platz auch geschafft. Letztendlich nehme ich einen Teil der Schuld auf mich. Ich glaube, dass ich der Mannschaft keinen Gefallen getan habe, den Rachimov und auch den Kubica nach so langer Verletzung einzusetzen und dementsprechend haben wir uns aber in der entscheidenden Situation, sag ich mal, selbst geschlagen. Ein gemäßigter, milder Egon Cordes, der sich sein vorletztes Spiel mit der Austria sicherlich anders vorgestellt hat. Und Sturm bleibt die überragende Mannschaft im Frühjahr. Beim Extratoto bedeutet dies Spiel 1, 6:0, die Beins, also die Torwette, die werden sicherlich nicht sehr viele erraten haben. Mit diesem Ergebnis aber ist der